select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. So, liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel SV Spielberg gegen den FC Nöttingen. Endstand 0:1. Bei mir sind die beiden Trainer rechts von mir. Der Trainer des FC Nöttingen, brauche ich eigentlich nicht vorstellen, ist hier bekannt, kennt jeder hier, Michael Wittwer. Willkommen, Michael. Und unseren Trainer natürlich auch, allen bekannt hier, Tobias Winter. Michael, ich glaube, man kann sagen, dass der SV Spielberg sowas wie der Lieblingsgegner ist des FC Nöttingen. Ja, wenn man die letzten Ergebnisse oder insgesamt die Historie nimmt, dann von der Statistik her, ja. Aber es muss jedes Spiel, wie gesagt, erst gespielt werden. Und man hat ja heute gesehen, wie zäh so ein Spiel dann auch sein kann. Das war bestimmt jetzt kein Fußballleckerbissen auf beiden Seiten. Viele, viele Fehlpässe im Aufbauspiel schon, viele Ungenauigkeiten, wenn es dann darum ging, Richtung Tor zu spielen. Und was mir halt missfällt war, wir hätten einfach früher einen Konter richtig zu Ende spielen müssen, bis vors Tor. Da hatten wir zig Möglichkeiten, um dann ein Spiel vielleicht auch mal früher das 2:0 zu machen, um nicht immer wieder zittern zu müssen bis zum Schluss. Man hat ja dann gesehen, wenn der Gegner dann alles nach vorne schmeißt, kann immer wieder was passieren und dann steht man da und sagt, warum hat man nicht. Heute hat es wiederum mit 1:0 gereicht und ich glaube, aufgrund der ersten Halbzeit, die ersten 25 Minuten haben wir doch versucht, Druck aufzubauen, nach vorne zu spielen, Torchancen herauszuspielen, sind dann in Führung gegangen, haben über 90 Minuten jetzt im Gegner zwei Torchancen, sage ich mal, in der ersten Halbzeit zugelassen. In der zweiten Halbzeit waren es dann so Halbchancen noch. Eigentlich haben wir gut verteidigt heute, aber nach vorne haben wir noch richtig Luft, weil, wie gesagt, spielerisch war es zu wenig und wenn die Räume da waren, haben wir sie nicht genutzt und den Abschluss nicht gesucht. Wir wollten immer noch vorm 16er, im 16er nochmal Doppelpass, nochmal spielen, nochmal auf so einem Rasen, der dann noch vorher gewässert wird, da muss ich den Ball auch mal nehmen und von 20 Metern mal aufs Tor schießen, weil das gehört im Fußball auch dazu und das haben wir einfach zu wenig gemacht. Danke. Michael, du hast es schon erwähnt, das war fußballerisch kein Leckerbissen. Das Beste am Spiel aus deiner Sicht waren wohl die 3 Punkte. Ja, ich sage ja, wir haben nicht schlecht verteidigt für ein Auswärtsspiel, das muss man auch sehen. Das war in Ordnung. Das Ergebnis, klar, hätte man sich früher, habe ich ja schon gesagt, früher eine Entscheidung gerne gehabt, um nicht zittern zu müssen. Natürlich nehmen wir die 3 Punkte gerne mit, vor allem vor dem Hintergrund, dass wir 2 Heimspiele jetzt hatten und da nur mit 1 Punkt rausgegangen sind. Und ja, das hilft uns natürlich wieder weiter, aber die Mannschaft, man sieht es, ist doch durch die letzten Ergebnisse, vor allem daheim, doch verunsichert, hat nicht das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein im Spiel nach vorne, einfach im Moment glauben sie nicht so richtig an sich und das sieht man halt in solchen Aktionen und deshalb ist dann eine Zitterpartie geworden. Tobias, es ist eigentlich wie verhext auch in diesem Spiel heute wieder in der ersten Viertelstunde ein Gegentor kassiert. Ja, zunächst mal Glückwunsch von meiner Seite an Nöttingen für ein insgesamt, wie der Michael gesagt hat, in einem Spiel, was kein Leckerbisse war, glaube ich, war es von 2 schwachen Mannschaften, die etwas glücklichere oder reifere dann in der einen Situation, wie man es auch ausdrücken möchte. Ja, das Gegentor war, ich meine, das habe alle gesehen, wir wollen eigentlich umschalten, spielen den Ball quer, der Schiedsrichter bekommt den Ball an die Hacke, dann kommt es zum 1:1 von Ernesto de Sandes gegen den Robin Müller, wo er dann in den Strafraum eindringt, wo er mit links abschließt. Das kann immer mal passieren, ob das jetzt in der 5. Spielminute oder in der 30. Ich glaube, wir haben schon in der Anfangsphase Tore bekommen, die wir uns schon mehr auf uns nehmen müssen, wie es jetzt heute in der Situation der Fall war. Aber auffällig ist es schon, dass wir immer früh das Gegentor bekommen. Das sieht ja jeder. Tobias, und dann ist es auch so, dass wir in 90 Minuten einfach zu wenig Torchancen kreieren. Wir haben, wie der Michael schon erwähnt hat, 2 gute Karten in der ersten Halbzeit mit Stefan Müller und mit Kaplani. Da hätte man mehr draus machen müssen.
Die zwei Chancen waren gut. Für mich war unsere beste Tormöglichkeit die Situation, wo der Robin Müller außen durch ist und der Ball halb hoch quer spielt, anstatt flach. Weil wenn er flach spielt, läuft der Kaplani mit dem Ball ins leere Tor. Das war eigentlich aus meiner Sicht unsere beste Tormöglichkeit. Also dann war es 3. In der zweiten Halbzeit war es zu wenig, klar. Es ist halt immer wieder schwer, jetzt da unten rauszukommen, Tobias. Ich meine, die nächsten Gegner sind auch nicht einfach. Ja, einfach ist kein Gegner. Aber klar, das ist schwierig. Wir nehmen die Sache aber so an. Es ist ja auch so, wir haben vor der Saison gesagt, man möchte am 34. Spieltag über dem Strich stehen. Ich glaube, da sind noch ein paar Spiele zu spielen. Und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass man das schafft. Also man braucht auch nicht immer alles total negativ sehen. Wir haben ja heute gegen Nöttingen verloren. Ich glaube, heute war es schlagbar. Das war vielleicht in der Vergangenheit schon anders. Aber wir machen da weiter und gehen unseren Weg. Dann bedanke ich mich bei Michael Wittwe, wünsche Michael viel Erfolg weiterhin, alles Gute. Auch dir natürlich, Tobias, alles Gute für die weiteren Spiele. Vielen Dank, schönes Wochenende, tschüss und auf Wiedersehen. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.